bin der Thomas Holzer aus Neuburg an der Mürz vom Profit im Holzer. Wir sind ein Unternehmen, das österreichweit Forststraßen saniert, Skipisten saniert, Skipisten baut, Rekultivierungen macht, Rodungen. Wir sind komplett spezialisiert auf diesen Bereich. Die Forststraßensanierung, wo wir jetzt da hinter uns zum Beispiel gerade eine Maschine sehen, ist komplett von uns entwickelt worden. Seit 24 Jahren machen wir das Ganze. Wir haben damals gesehen, dass man auf Straße wirklich nur down sauber hinbringt, weil man sie zuerst komplett zerstört und dann wieder neu aufbaut. Und die Maschinen dazu werden ausschließlich von unseren Unternehmen entwickelt, gebaut. Eine Forststraße oder OMW, Güterwege, werden mit dem Ripper, den man da sieht, aufgerissen, total zerstört. Die Steine werden nach oben gebracht, die drehen wir raus richtig. Dann fahren wir mit dem Crusher drüber, mit dem Brecher, mit dem Steinbrecher. Das wird zusammengemahlen auf eine bestimmte Korngröße. Wieder unterschiedlich, in welchem Gebiet das man gerade ist und was notwendig ist. Die Maschinen sind ausgerüstet, dass man eben die Korngröße verändern kann. Dann kommen wir mit dem Gräder. Der macht die Planie, Dachprofil, hängend, wie es der Kunde haben will. Und dann wird mit der Rüttelplatte die ganze Straße verdichtet und die Straße ist fertig. Wenn wir Rodungen machen zum Beispiel für Landwirte, Zusatzrodungen oder Almflächenrekultivierungen, wird von uns ein Komplettangebot gemacht. Wir reißen die Wurzelstöcke raus, wir fräsen sie nicht ein und erst dann wird die gesamte Fläche gefräst, eingeeckt, eingesät. Das wird von uns automatisch gemacht. Bodenproben werden automatisch entnommen und der Düngerplan wird dem Landwirt von uns direkt zur Verfügung gestellt, sodass das, was wir einsehen, der Samen, zu 100% auch aufgeht. Wir geben eine Garantie ab, das, was wir einsehen, dass das auch aufgeht. Und dazu gehört natürlich, dass der Boden beprobt wird und dass dann auch anständig und richtig gedüngt wird. Abgerechnet wird bei uns bei der Straßensanierung auf Laufmeter und alles, was Rekultivierungen sind oder Flächensanierungen sind, auf Quadratmeter. Es gibt immer einen Fixpreis, das wird von mir vorher angeschaut oder von einem Mitarbeiter von mir vorher angeschaut und der Fixpreis, der hält, egal wo es dann ist. Es ist immer unser Problem, wenn auch andere Schwierigkeiten auftreten sollten.